Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Was machen denn unsere Tränke hier unten? Die brauchen noch ein bisschen, so wie ich das sehe. Na gut, 20 Minuten, warte mal, der war doch... Der braucht nur noch 10 Minuten, da könnten wir eigentlich drauf warten. Ich glaube, bauen können wir hier unten ja sowieso nichts mehr. Wir haben alles schon gebaut. Wir könnten noch mal... So, nehme ich mit. Sehr schön, dann ist das erledigt. Dann kann ich auf jeden Fall die Tomaten ernten. Und was packt man denn da nochmal rein? Komm, wir haben genug Tomatensamen. Das heißt, einmal gießen. Und Baumwolle haben wir auch wieder. Das ist sehr, sehr gut. Unsere Gießkanne müssten wir vielleicht irgendwann nochmal auffüllen, damit die wieder voll ist. Dann könnten wir uns theoretisch ja gesehen in die Katze mal verwandeln. So, Baumwolle... Habe ich jetzt leider keine mehr da. Ich könnte natürlich mal Sonnenblumen anpflanzen. Die könnte ich dann sogar ernten und an Violet verkaufen. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Okay, ich kann kein Müll mehr herstellen. Komm mal her, ich füttere euch erstmal durch. Ich kann nicht auch mal knuddeln. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Mein liebes Hühnchen. So, du brauchst Futter. Und ich habe 3 Eier eingesammelt. Sehr gut. Ich habe auch 3 graue Hühnchen. Oder 3 braune Hühnchen und ein weißes Hühnchen. Das konnte ich mir aber halt nicht... Konnte ich mir ja halt eben nicht aussuchen. So, sehr gut. Du willst noch gefüttert werden. Ach, ist das schön hier. So, oh, wir bekommen wieder Wolle und wir bekommen wieder Milch. Sehr schön. Junge, 2 Wolle haben wir sogar bekommen. Die Frage ist... Oh, wir haben auch hier... Guck mal, wir können Äpfel einsammeln. Wir können diese komischen Maulbeeren einsammeln. Zitronen sind, glaube ich, noch nicht... Doch, Zitronen sind auch bereit. Sehr schön. Da haben wir ja einiges jetzt. Granatäpfel brauchen noch ein bisschen. Honig braucht auch noch etwas. So, ich brauche aber hier dieses Unkraut eigentlich. So. Und dann würde ich glatt mal probieren, uns in eine Katze zu verwandeln. Ob wir dann das alles ein bisschen anders sehen hier. Beleg dein... Achso, dann muss ich zu meiner Miets gehen, ne? Aber die ist ja hier oben. Vielleicht könnten wir dann auch mal Fische fangen. So, Mietzekatze. Einmal zaubern, bitte. You that swim, run or fly. Please let me travel in your mind's eye. Und ich bin eine Katze. Oh mein Gott, die fängt ja richtig schnell. Guckt mal. Wow. So kommen wir ja richtig schnell an Fisch. Ich weiß gar nicht, wie lange der Zauber hält, aber ich würde sagen, wir flitzen einfach mal hier runter. Da waren ja so viele... so viele Möglichkeiten. Oh, die Blaubeeren sind fertig. Kann ich die mit der Miezekatze einsammeln? Nein, kann ich leider nicht. Schade. Aber die anderen nützlichen Sachen müsstest du mir doch... Oh mein Gott, das Angeln geht so schnell. Die Katze kann ich nicht ein... den Krebs da kann ich nicht einsammeln. Kann ich hier auch? Nee, du musst also rankommen. Okay. Ich muss ja auch noch mit einer Person sprechen. Wow, ich kann auch von hier unten... Nee, von hier unten geht's nicht. Wow, hier komme ich ja so schnell an... Da komme ich ja so schnell an Fische. Das ist ja Wahnsinn. Wow. Vielleicht kriege ich da sogar die Aufgabe fertig. Nämlich irgendwie zurückverwandeln. Ich habe hier oben ja, glaube ich, noch...
Ich habe hier oben, glaube ich, auch noch in dem Bergtal habe ich ja auch noch Sachen, wo ich fischen kann. Oh, das ist so cool. Da brauche ich mich gar nicht mehr hinstellen und selber angeln. Da verwandle ich mich einfach in meine Miets und dann kann ich hier schwuppdiwupp hier die Fische fangen. Das ist so, so genial. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich mich automatisch zurückverwandle oder ob ich das... Rütteln kann ich nicht, das kann ich aber ein... Ah, die Blaubeeren sind auch fertig. Ach, guckt mal, das geht so schnell. Schwuppdiwupp. Ich kann mich nicht zurückverwandeln, oder? Wie mache ich das jetzt? Das ist die Frage. Das kann ich nicht. Ich kann hier keine Zauber wirken. Entweder muss ich warten. Dass der Zauber aufhört. Was ist das hier? Eine Mandel. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich mich hier zurückverwandle? Gute Frage. Muss ich mich dazu ins Bett legen oder so? Also schlafen kann ich auf jeden Fall. Da bin ich jetzt. Da kann ich nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Nee. Da kann ich wirklich nur ins Bett gehen und schlafen. Ah, dann ist der Tag wahrscheinlich schon wieder vorbei. Und die Zeit vergeht auch relativ schnell, ne? Zeit vergeht relativ schnell, wenn ich eine Katze bin. Aber ich kann hier ohne Ende... Ich kann hier ohne Ende fischen. Das ist so cool. Da habe ich so viele Fische gefangen. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Wir verwandeln uns zurück. Sardine. Ja, Heringe bräuchte ich eigentlich. Oder müsste ich zum Hexenzirkel? Aber da gibt es, glaube ich, ja auch nichts. Kann die Katze eigentlich hier drüber springen? Oh ja, das klappt. Jong. Nee, ich gehe schlafen. Should I go to sleep? Und ich hoffe doch mal, dass ich dann morgen aufwache und wieder ein Mensch bin. Ja, sehr gut. Das wollte ich ja eigentlich, damit ich die Blaubeeren und die... Ich kann mir auf jeden Fall erstmal ohne Ende Fischstäbchen machen. Und ich brauche Mehl. Und ich brauche unbedingt so einen Speedzauber. Oh, ich habe fast keine Magie mehr. Das ist natürlich nicht so gut. Hier habe ich so ein bisschen Unkraut schon gesehen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Äpfel, Orangen, das sind 4 Stück. Wunderbar. Mondblume, Mondblume, Mondblume. Das ist eigentlich so cool. So. Ach, da habe ich falsch gegossen. Naja, gut. Ist in Ordnung. Baumwolle ist aber definitiv fertig. Ah, ich hätte da... Ich hätte ja drüben gießen sollen zuerst. Weil ich kann ja insgesamt 3 Beete gießen. So, nochmal Mais einsammeln.
Wunderbar, dann machen wir die Gießkanne gleich voll. Dann müssen wir, wie gesagt, mit einer Person noch reden. So, Futter braucht ihr natürlich auch. So, ja, ihr könnt eigentlich mitfressen, ihr... Eigentlich könnt ihr mitfressen. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Hühnerfutter. Und ich brauche Mehl, damit ich mir weitere Fischstäbchen machen kann. So. Dum, 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 dum. Milch. Milch. Und Wolle ist noch nicht bereit. Gut. Also, mit wem muss ich noch reden? Fischstäbchen kann ich verkaufen. Holz habe ich, glaube ich, genug. Aber ich denke mal eher, dass ich dann vielleicht im... Ah, heute ist Sonntag. Wer hat seinen Laden heute auf und wer hat seinen Laden heute zu? Oh, warte mal, die Aufgabe kann ich annehmen. Hier habe ich 4, da brauche ich 5. Die kann ich aber auch annehmen. Zu Amira kann ich auf jeden Fall gehen. Bei dir kann ich auf jeden Fall ein bisschen Stoff verkaufen, denke ich mal. Und ich kann bei dir auch die Wolle verkaufen, okay. Den normalen Stoff, nee, den möchte ich aber gerne einfärben. Hm, hier gibt's die Limonade. Get your ice cold lemonade! Yes! Sehr schön. Mit dir kann ich nicht reden, mit dir kann ich nicht reden, mit dir kann ich nicht reden, mit Sophia kann ich zwar reden, aber da will ich ja nur Fischstäbchen verkaufen. 10 Stück, das gibt schon wieder 1000. Sehr gut. Und dann rede ich Sophia, dann mit dir. Sophia, how are you and Juliet doing with the water shortage? Oh, we're managing. I hate having to charge customers for water, but I must admit, we waste less of it. Okay, warte mal. Ah, da fehlt noch einer. Amira ist nicht da. Boah, mit wem habe ich denn dann noch? Mit wem kann ich denn dann noch Parker, reden? Parker, this design is perfect. It looks just like Leon Korn's desk. Oh, hey there, Tara. I'm building Messenger Connor a new desk modeled on the one in the office of the League's founder, Dr. Korn. Cameron, I'm honored that you're giving me such an important task. I promise I'll make a faithful copy. Parker wird das hinkriegen. Du hast schon einen Tisch. Warum nicht was Neues? Oh, Parker is so talented. I'm sure Leon Korn himself. Oh, thank you, Tara. I'm certainly going to try. I do appreciate the compliment, Tara. Truth is, I kind of fell into carpentry. It wasn't something I was particularly passionate about. I would rather have been a florist, like Violet. But I find ways to create beauty with my work, even if it's subtle. Like lining up the wood grain on cabinet doors. You can find beauty anywhere, if you look hard enough. Tara und Parker sind jetzt gute Freunde. Okay, warte mal, das ist da, 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 da. Mit wem muss ich denn da noch sprechen? Ich habe doch eigentlich... Mit Shelby vielleicht noch? Ich weiß es nicht so genau. Hier ist Amira. Aber ich kann ja den Auftrag nicht abgeben. Schade. Cameron came to me asking what he should do if he keeps hearing disembodied voices in his consciousness center. But I had to tell him, I'm not that kind of doctor. Kann ich dir irgendwas geben? Limonade, Erdbeerschick, Popcorn, Honig, Minztrink. Ja, hier komm, nimm den mal. So much Persian food is acidic, even the drinks. And I wouldn't want it any other way. All that tartness keeps me sharp. Ah, du magst das sogar. Sehr gut. Gute Freundinnen sind wir schon. Wow. Richtig nice. Vielleicht sollte ich trotzdem mal mit Shelby reden. Oh, ich brauche noch eine Hühnerfeder und noch so ein Ding. Ah, ich könnte die Blaubeeren auf jeden Fall jetzt ernten.
Emmy and Finn remind me so much of my cousins. They always had some scheme going. Running around with them probably saved my life in the end. So, warte mal. Also, da kaufe ich zwei. Einen Pilz nehme ich mit. Verkaufen tue ich nichts. Den Pilz brauche ich nicht. Ja, einen Tannenzapfen kann man vielleicht auch mal gebrauchen. Gut, jetzt werde ich mir auf jeden Fall die Blaubeeren holen. Die Brombeeren, dann kann ich auf jeden Fall diese Brombeersmoothies machen. Ich hoffe doch mal, das reicht dann aus. Jetzt muss ich natürlich auf die ganz andere Seite zurückrennen. Vielleicht treffe ich aber auch noch die eine Person, die mir fehlt, um zu sprechen. Okay. Mit Damon habe ich. Mit Lina habe ich, glaube ich, darüber auch schon gesprochen. Vielleicht mit dem Werwolf, der hier mal herkommt. Ach, ich wollte Mehl kaufen. Mist. Ich wollte doch Mehl kaufen. I thought you said the land here was ripe for all kinds of development. It is, but mucking around with public land won't go over well with my voters. I'll tell you what doesn't go over well. No water for anyone, your voters included. What exactly is your plan, Mayor Soft? What's that about development? I was just telling Otto about my personal development plans. I came to Fairhaven to allow my soul to bloom, just like Thoreau. As the great man said, I went to the woods because I wish to live deliciously. I think he said deliberately, not deliciously. Well, sure, he could have said that too. I was just stopping by to tell Marty that Fairhaven will always provide for his livestock, even in the lean times. Tara, Marty, have a good one. Ob das so stimmt? Wenn das Wasser knapp wird, kann er ohne nichts machen. Absolute sponges, you know that? I'm sure your crops are the same way. Ah, nature. So beautiful, so fearsome. This drought is making everyone miserable. Huh. I wonder if some witchcraft is in order. Sprich mit der Hohenpriesterin über die Dürre. Ah, das war der letzte. Okay, warte mal. Ich kann bei dir aber, glaube ich, ein bisschen Futter kaufen, ne? So, Hühnerfutter, Heu. Ne, ich brauche erstmal ein bisschen Hühnerfutter. So. Dann sollte ich auf jeden Fall ausgesorgt haben. Dann könnte ich natürlich... Ne, verkaufen nicht. Noch eine Kuh oder noch ein Schaf. Also ich habe zwei Kühe. Ich könnte noch ein Schaf, aber mit Milch kann ich vielleicht mehr machen. Ja, ich nehme noch eine Kuh. Here's your animal. Now, what would you like to call her? Kunigunde, Patty oder Brioni? Ich nehme Kunigunde. Cataclysm. Oh, a fine name, suitable for any lady. Okay, na meine Kuh. Okay, du hast Futter. Sehr gut. Jetzt haben wir drei Kühe. Jetzt soll ich mit der Hohenpriesterin natürlich sprechen. Aber ich muss jetzt erstmal die Blaubeeren sammeln und noch die Brombeeren. Damit ich auch die Smoothies machen kann. So. Upp, upp, upp. Das sind immerhin neun Blaubeeren hier. Oh, sechs Stück insgesamt nur. Dum, 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 dum. Jetzt flitze ich mal. Ich könnte natürlich auch als Katze zum Hexenzirkel gehen, oder? Das wäre bestimmt auch lustig. Aber dann kann ich vielleicht mit keinem reden. Das ist dann wieder nicht so gut. Ah, Gott sei Dank kann man hier so viele Sachen tragen, wie man möchte. Das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig, richtig nice. Nein! Ich wollte nicht hacken, ich wollte hier die Brombeeren.
Okay, da habe ich 3 Stück von bekommen. Nochmal 3. Dum, 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 dum. Sehr gut. Ah, hier oben kann man auch fischen. Ich glaube, hier hinten bei dem Haus waren noch welche. Und dann wird es auch Zeit, zum Hexenzirkel zu gehen und mit ihm darüber zu sprechen, was die Dürre betrifft. Ah, ne, hier hinten waren keine Blaubeeren mehr. Na gut, ist nicht so schlimm. Die Minze nehme ich noch mit. Dann kann ich auf jeden Fall die Smoothies schon machen. Ich habe ja noch ein klein wenig Zeit. Mal sehen, ob ich 3 Stück hinbekomme. So, Bärensmoothie, 3 Stück. Wunderbar. Sag Vanessa, dass du etwas für die Trauergruppe hast. Ah, Vanessa werde ich jetzt nicht mehr finden, denke ich mal. Die wird auf dem Weg nach Hause sein. Könnten natürlich nochmal hier unten rumgehen. Vielleicht sehen wir sie ja noch. Aber ich glaube... Ich glaube, die Gute ist schon daheim. Dip, 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 dip. Dum, 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 dum. So, das und das. Ja, kann ich beides. Kann ich beides abschließen. Wunderbar. Ja, wir könnten eigentlich einen Herbst beschwören. Dann müsste die Dürre ja eigentlich aufhören. Oh, Moment. Erstmal noch hier ganz schnell ein bisschen was reinschmeißen. Sehr gut. Was kann ich mit dir sprechen, Violet? What's up? I've been thinking this summer about taking charge of my grief, like Vanessa said at group. I want to go through the standing stones and see if I can find out what happened to my mom. I don't think that's what Vanessa meant. Maybe not, but it's what I need to do. I have to find her. But we can't get in. Yes, we can. We just need a keystone, and I know where one is. Have you ever noticed that weird rock in the town hall display case? Yes. There's a sign that it says it's not native to the region, but was found in the mine. It was found there after Mom disappeared and Lena's dad lost his memory. I don't know who put it in the mine, but it doesn't belong in Town Hall. It belongs to the Coven. But the High Priestess doesn't want us to take it back and arouse suspicion. She says it's safer to stay out of the gloaming. Maybe she's right, Violet. Your mom and Lena's dad were much more powerful witches than we are. My mom would never have left one of us behind in there. And now, I'm old enough to go in after her. What if you go into the gloaming and you disappear? Then at least I'll have tried something. No one will even notice us going to Town Hall as long as we're careful. We don't have to sneak past any people this time. Just some pesky locks. So, we'll need 2 lockpick incantations. One for the Town Hall front door and one for the display case. I'm on Wellspring duty all week. And you're better at incantations anyway. Come visit me when you're ready. But remember too, you know, be cool about it. Okay, die Akolytin sagt, die Akolytin sagt, der Raubzug wird 2 Schlossknacker-Zauberformeln benötigen. Jetzt kann ich eine Schlossknacker-Zauberformel machen. Damit komme ich wahrscheinlich auch in der Mine weiter. Sehr gut. Kann ich Amira ihren Auftrag abgeben? Nein, ich soll ja sowieso mit der Hohenpriesterin reden, ne? Wegen dem Wasserproblem. Thomas told me his well is running dry. Yes, summers here in Fairhaven are always hotter and drier as they wear on. The growing trees and crops will drain the groundwater until the harvest time. Is there anything we can do? A summon rain incantation might bring some relief. Here's what you need. Bring it back here to the circle when you have it ready. Stell ein Regenbeschwörungszauberformel her. Okay. Regensbeschwörungszauberformel. Alles klar. Und Schlossknacker-Zauberformeln habe ich. Oh mein Gott. Da brauche ich wahrscheinlich die ein oder andere Sache dafür. Aber
größtenteils werden wir ja das meiste dafür haben, wenn wir Glück haben. Ich muss mal schauen. Sag Vanessa, dass du was für die... Achso, das ist ja... Das muss ich auch noch machen. Regenbeschwörungsformel, Schlossknacker und Regenbeschwörungsformel. Okay. Das heißt, wir haben wieder zwei Zauberformeln, die wir machen müssen. Ich müsste eigentlich erst, wenn ich die Zauberschloss, diese Schlossknackerformel, dann müsste ich an die Mine die Kisten und die Türen öffnen können. Normalerweise. Das müsste ja eigentlich klappen. Kann ich noch Wein herstellen? Ne, Wein kann ich nicht herstellen. So, ne, das fehlt mir, das fehlt mir. Fünfmal Butter kann ich herstellen. Ich kann Orangensaft herstellen. Auch sowieso noch ein bisschen was anderes. So, Glas kann ich noch nicht herstellen. Sehr gut, dann muss ich mal schauen, was die Zauberformeln, was ich dafür brauche. Schlossknackerzauber. Da brauche ich... Oh mein Gott, da kann ich ja auf jeden Fall 3 Stück herstellen. Dann reicht meine Energie nicht mehr aus, ne? Was soll ich noch für eine Regenbeschwörungsformel? Die kann ich... auch herrscht. Ne, da brauche ich erstmal Tinte. Und dann kann ich nämlich die Regen... Ah, die kann ich nicht herstellen, weil ich nicht genug Energy habe. Ich werde nochmal zurückgehen und nochmal ein bisschen Energie holen. Dann kann ich nämlich die Regenformel... nämlich auch schon machen. Da kommen wir nämlich langsam jetzt vorwärts hier. Dann muss ich auf jeden Fall zu Vanessa gehen. Ja, Gott sei Dank geht das immer alles relativ schnell hier. Ich hoffe ja mal, ich kann irgendwann nochmal mit dem Besen fliegen, dass ich hier wie eine Schnellreise oder so habe. Ich brauche Energie. So, ich könnte ja mit dir jetzt schon reden, aber ich möchte gern noch ein paar mehr von diesen Formeln machen, damit ich versuchen kann, in der Mine vielleicht weiterzukommen, beziehungsweise vielleicht schaffe ich es ja, die Truhen dort unten zu öffnen. Das ist natürlich so, warte mal. Ja, Amira, mit Amira muss ich aussprechen. Hier gibt es nur Fischaufträge, ich kann sowieso keine weiter annehmen. Ja, ich sollte ins Bett gehen, ich weiß, alles gut. Ich bin gleich in meinem Haus wieder. Dschung, schnell hier rein. Schnell hier runter. Dann schnell die Regen. Und dann werde ich mal noch 2 Schlossknacker-Formeln herstellen. Dann habe ich da nämlich auf jeden Fall 5 Stück und ich brauche, glaube ich, nur 3. Da eine und ne, 2 brauche ich nur und ich habe 5, also kann ich 3 Truhen öffnen, theoretisch gesehen. Gut, dann ab ins Bett, den Tag beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge von Wildflowers wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.